So, ich habe euch mal allen das Pad hoffentlich links in den Kanal gepackt. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch richtig gemacht, aber es müssten alle gesehen haben. Da das heute meine Premiere im Dicken Engel ist, eine kurze Frage. Nimmt jemand auf oder übertragen wir nur per Piratenradio? Es darf mich mal jemand aufschlauen. Da das Piratenradio überträgt, nimmt es natürlich auch auf, weil es kann ja jeder andere auch da tun. Wie immer steht's zu Dienst. Fantastisch, großartig. Ich wusste nicht, wie hier die Gepflogenheiten sind, deswegen dachte ich, ich frage mal denen, die öfter mal beiwohnen. Absolut kein Problem. Und das wird auf dickeengel.blog auch sofort online gestellt, sodass man es nachhören kann. Und schon wieder bin ich etwas schlauer als vorher, das finde ich gut. Vielen Dank. So, meine Lieben, das ist ja quasi mit 2 Minuten Warten doch noch zumindest etwas voller geworden als soeben. Wir dachten schon, Patrick und ich müssen uns ganz allein unterhalten. Wir haben jetzt mehrfach links das Pad verlinkt. Ich weiß, dass im Pad auch immer ein paar Fragen zur Unterstützung gesammelt werden. Ich werde versuchen zu springen. Bitte, wenn ihr Fragen habt, macht's möglichst ins Pad, nicht hier noch in den Seitenchat rein, weil das ist immer schwierig, zwischen beiden zu wechseln und beides im Auge zu behalten. Und ich bin noch nicht so trainiert in der Richtung. So, erstmal guten Abend an euch alle, guten Abend an Patrick. Vielen Dank, dass er heute Zeit hat für uns. Hallo. Es soll um den EU-Wahlkampf beziehungsweise allgemein um die Kandidaten etc., um die Themen gehen, mit denen wir gegebenenfalls den EU-Wahlkampf bestreiten wollen. Worum es nicht gehen kann, sind konkrete Fragen, weil wir uns da alle erst zusammensetzen müssen, also konkrete Fragen zum Wahlkampf. Wir können versuchen, die allgemein zu beantworten. Ich bin ja als Bundesvorstand auch für den Wahlkampf zuständig. Wir werden versuchen, das so gut wie möglich zu machen, aber im Vordergrund sollen halt durchaus die Themen stehen, also das, was wir jetzt schon sagen können oder wenn ihr den Patrick noch löchern wollt, weil ihr auf dem Bundesparteitag nicht die Chance gehabt habt, dann wäre jetzt heute der richtige Zeitpunkt dazu. Ihr könnt es auch nebenbei noch in eure Twitter und anderen Kanäle schieben. Vielleicht kommen ja dann noch ein paar Leute dazu, wie es meistens so ist im Mumble. So, dann starten wir erstmal. Patrick, magst du erstmal so einleitend was sagen? Wie geht's dir seit letztem Wochenende? Hat die Last der Verantwortung dich schon erschlagen? Wie ist es so? Ja, bin immer noch ein bisschen geflasht vom letzten Wochenende. Das war ja wirklich eine klasse Veranstaltung. Andererseits habe ich auch gleich angefangen und bin gleich dazu übergegangen zum produktiven Teil und um euch mal so einen Abriss zu geben, woran ich seitdem gearbeitet habe. Und wir haben zum einen am letzten Dienstag uns mit allen Listenkandidaten getroffen und versucht, so eine Zuständigkeitsverteilung vorzunehmen. Das heißt, wer ist für welche Sachgebiete Spezialist und Experte und wer kann geografisch welche Regionen übernehmen, sodass wir, wenn es Anfragen nach Kandidaten gibt oder nach bestimmten Sachthemen, jetzt auch gut entscheiden können, an wen kann man das am besten weiterreichen, wer kann das am besten bedienen oder beantworten. Natürlich auch für Einladungen und so weiter. Der zweite Punkt ist, heute habe ich die eine oder andere NGO angeschrieben, zu denen ich Kontakt habe, einfach mit der Bitte, uns Input zu geben fürs Wahlprogramm, wenn die was auf dem Zettel haben, was sie uns gerne mitgeben müssen. Hier zum Beispiel Datenschutz-NGOs oder Corporate Europe Observatory, die sich für Transparenz im Bereich Lobbyismus einsetzen und einfach so ein paar NGOs, die wir auf dem Zettel hatten. Und ich denke, die anderen Kandidaten werden das auch für die NGOs machen, zu denen sie persönliche Kontakte haben, einfach um da ein bisschen jenseits unserer Filterblase auch Kontakte zu knüpfen und um sicherzustellen, dass die uns einladen. Ich habe sie da auch angestiftet, in dem Schreiben möglichst Wahlprüfsteine zu machen, weil das natürlich gut ist, wenn das unsere Kernthemen betrifft. Dadurch und wir dann mit angefragt werden. Dadurch kommen wir dann eben auch ins Gespräch und nicht nur die großen Parteien. Ja, und dann arbeite ich noch an einem Mitgliederbrief. Das heißt, für diejenigen, die jetzt nicht persönlich da sein konnten an der Aufstellungsversammlung, möchte ich noch mal kurz zusammenfassen,
worum es bei der Kampagne geht und wie man mitmachen kann und mithelfen kann. Das ist auch noch in Arbeit, so viel vielleicht erstmal. Das war schon wahnsinnig viel. So, haben sich denn jetzt schon mal spontan zu dem, was Patrick gesagt hat, Fragen ergeben? Gabriele. Ja, hallo, guten Abend. Ja, ich habe gleich eine Frage. Super, Patrick, dass ihr euch die Themen und so das alles schon aufgeteilt habt. Wo kann ich das nachlesen? Denn ich denke, das könnte für mich relevant werden. Ich poste dir gleich den Link, ja? Super, danke. Zusatzinfo, wir sind natürlich dabei, das dann auch auf die Webseite zu packen. Das passiert halt nach und nach. Da wir ja noch ein kleines bisschen Zeit haben, bevor wir mit dem UU-Sammeln beginnen, haben wir uns die Zeit auch genommen, dass wir dann auch eine hübsche Außendarstellung haben. Das Team vom X-Wolf bietet da ein paar Möglichkeiten. Wir sind gerade dabei, das so bestmöglich aufzubereiten. Also, dass es auch außerhalb von einem Pattern existiert. Ich habe das jetzt mal in den Chat vom Pad gepostet. So, dann fangen wir einfach mal mit dem Pad an. Wir gehen mal von oben runter. In Zeile 10 ist die wunderbare Frage, nur Kernthemen im Wahlkampf oder alle Themen? Ha, Fangfrage. Voll, voll die Fangfrage. Na, leg mal los. Also da ich, wie gesagt, nicht für den Wahlkampf zuständig bin, kann ich da nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Mir ist halt einfach nur wichtig, dass wir im Wahlkampf eben auch auf Alleinstellungsmerkmale setzen. Das heißt, unterscheidbar sind von anderen Parteien, nicht so, dass es ist wie bei den Wahl-O-Maten teilweise, wo irgendwie jemand hat das mal grafisch dargestellt und da waren wir in so einem Klumpen mit irgendwie Grünen und Linken und weiß nicht wer noch, irgendwie ganz nah beisammen, sondern es muss halt wichtig sein, ganz klar halt klar zu machen, warum werden gerade wir gebraucht. Und das habe ich ja auch versucht in meiner Rede zur Kandidatur eben nochmal deutlich zu machen, dass aus meiner Sicht die anderen Parteien eben unsere Themen, die Julia schwerpunktmäßig beackert, allenfalls unter ferner liefen mit bearbeiten und dann eben auch oft genug umfallen, wenn es darauf ankommt, für die ist das Verhandlungsmasse. Für uns sind Themen wie digitale Rechte oder Internet und so weiter eben Kernthemen. Und das ist eben auch das, warum wir gebraucht werden, sozusagen als Stimme des Datenschutzes, des Internets. Wie man das jetzt in der Kampagne am besten einarbeitet und darstellt, das muss dann natürlich das Kampagnenteam dann sehen. Okay, dazu irgendwelche Fragen aus dem Saal. Aber wir haben hier einen Saal, das ist ganz aufregend. Okay, dann gehe ich einfach weiter. Zeile 12. Verknüpfung mit Landtags- oder Kommunalwahlen oder eher nicht? Also viele haben ja nächsten Mai Kommunalwahlen, zum Beispiel Sachsen auch. Zu der Anknüpfungspunkte, kann man da anknüpfen? Inwiefern sollte das verzahnt werden? Also ich glaube, was sich schon anbietet, ist, wenn im Zusammenhang mit den Landtagswahlen Veranstaltungen gemacht werden oder gute piratige Aktionen oder dass dann eine Demo organisiert wird, ja, da macht es natürlich Sinn, wenn auch von den Europakandidaten jemand mitmacht und die Chance, die Gelegenheit nutzt, natürlich um die Piraten vor Ort im Land zu unterstützen, aber auch umgekehrt, um dann eben den Europawahlkampf aufzuwerten. Also klar bietet sich das an. Oder jetzt zum Beispiel, wenn für Landtagswahlen Unterschriften gesammelt werden müssen, macht es natürlich Sinn, dann auch für die Europaliste die Unterschriften mitzusammeln. Da brauchen wir ja auch 4.000 Stück. Gott sei Dank im ganzen Land. Das macht es sehr viel leichter als bei den Landtagswahlen, wo wir immer 2.000 in einem Bundesland brauchen. So Pi mal Daumen. Bastian, du bist am Saalmikro. Ja, ich muss nochmal auf das Vorhergehende zurückkommen. Ihr macht ja eine Menge, dafür erstmal schön danke. Wir haben aber eine ganz aktuelle Aktion und das ist das, was ich gerade verlinkt habe auf der Zeile 15, ich weiß nicht, wo es hinpasst. Das ist Aktion des Parlaments, uns ein bisschen zu zensieren.
Da gibt es die Entscheidung am 20. Juni, ist quasi geradezu geeignet, richtig nochmal mental auf den Putz zu hauen und auf Website und so weiter das zu bewerben. Machen wir aus Gründen, die ich nicht kenne, nicht in der Piratenpartei Deutschland. Das geht irgendwie an uns vorbei. Läuft gerade eine Petition auf change.org. Die hat, glaube ich, schon 60.000, braucht 70.000 und es macht jetzt wirklich Sinn, da nochmal richtig Bambule zu machen. Und das wäre vielleicht auch für euch ein gutes Intro als Kandidaten da in die Medien zu kommen. Bevor Patrick dazu was sagt, wir haben das auf dem Schirm. Wir haben uns entschieden, insbesondere die schwankende EU-Abgeordnete Silvia Kaufmann, da kann gleich Patrick super was zu sagen, wie da der Hintergrund ist, ein bisschen zu pushen und positiv sozusagen hervorzustellen, dass sie eben das Internet retten kann. Wir haben aber auch auf die Webseite der Schweizer verlinkt. Warum wir zu change.org nicht verlinkt haben, kann Patrick auch gleich noch erklären. Das haben wir also alles besprochen und ansonsten kommen die Pressemitteilungen, auch das haben wir mit der Öffentlichkeitsarbeit geklärt, zur Abstimmung. Patrick, aber du kannst noch mehr sagen, weil ich dich ja immer mit Rücksprache belästigt habe. Ja, vielen Dank, Bastian, erstmal auf den Hinweis. Das ist natürlich das heiße Thema im Bereich Netzpolitik, EU, Brüssel, was im Moment vorrangig bedient wird und bedient werden muss. Und das ist auch ein Thema, wo wir eben ganz stolz auf Julia sein können und was sie da leistet. Sie hat da so eine tolle Kampagne am Start, dass im Moment das ganze Netz heiß läuft, in dem Versuch, eben die Mehrheit, die sehr knappe Mehrheit im Ausschuss, der jetzt abstimmen soll über diesen Vorschlag, nochmal zu drehen. Und nach Informationen von EDRI ist eben ein deutsches Ausschussmitglied schwankt in seiner Position und das ist die Silvia Kaufmann, SPD. Man kann sie eigentlich sehr gut darauf festnageln, dass die SPD sich eindeutig gegen Uploadfilter ausgesprochen hat, genauso übrigens wie sogar der Koalitionsvertrag im Bund, der da ein klares Statement dagegen hat. Und die Kampagne besagt eben, dass man kontaktieren soll und überzeugen soll. Ich konnte jetzt die Frau Kaufmann bzw. ihr Büro überhaupt nicht erreichen. Ich habe jetzt heute auch nochmal anrufen wollen, bin aber nicht durchgekommen. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Es läuft einiges übers Internet. Man kann sie auch per E-Mail kontaktieren. Erfahrungsgemäß ist es halt tatsächlich am besten anzurufen, damit die Leute da sehen, wie heiß das Thema ist, wie viele das bewegt. Und die Hoffnung ist, dass Menschen aus anderen europäischen Ländern mit ihren Abgeordneten aus ihren Ländern dasselbe machen. Da schwanken nämlich auch noch welche. Und dass man so auf die Art und Weise eben vielleicht den anderen noch überzeugt kriegt und so das Ausschussvotum beeinflussen kann. Das ist deswegen wichtig, weil es eben für das Ausschussvotum muss man nur wenige Leute überzeugen, während im Parlament, in der Vollversammlung eine Mehrheit zu kriegen, ist eben dann deutlich mehr Arbeit, ist nicht ausgeschlossen. Das wird erst in ein paar Monaten zur Abstimmung kommen, aber ist eben dann deutlich mehr Arbeit. Deswegen jetzt der Versuch, das auf den letzten Metern nochmal zu drehen. Ja, Lilly hat schon gesagt, was wir machen, was wir im Netz gemacht haben. Und wie sie schon sagt, wir bereiten für Mittwoch, wenn die Abstimmung durch ist, ein Pressestatement vor, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, sowohl Julia ein Statement abgeben soll, das wird die Presse hören wollen, als auch ein Satz von mir dann eben noch drin sein soll zur Bewertung, weil klar, da sind wir die Themenführer bei dem Bereich und da werden alle wissen wollen, wie wir das bewerten und wie es jetzt weitergeht. Darf ich noch eine Rückfrage stellen? Aber klar. Ja, der Punkt ist, Piraten sind ja mal ein bisschen spät dran. Wir haben jetzt 87.000, nächstes Ziel ist 150.000. Das ist eine Dynamik. Die müssen wir irgendwie begleiten, aus meiner Sicht. Also wir müssen auf allen Kanälen feuern. Wir haben genügend Follower und ich sehe da nicht wirklich, dass da einmal in der Stunde auf Twitter kommt, hey, das müssen wir jetzt machen oder so, auf Facebook oder was auch immer. Ich glaube, wir haben noch so gut anderthalb Tage.
Und da können wir richtig powern, wenn wir powern wollen. Und dann kann man auch sagen, ja, guck mal, wir konnten das drehen. Es macht doch irgendwie Sinn. Und das wäre jetzt erstmal mein naheliegender Schritt, dass man das nachher kommentieren muss, wenn es entschieden worden ist, mandatory. Ja, entschuldige, diese Frage hatte ich noch nicht beantwortet mit dieser Petition. Also, der Aufruf, der auf europäischer Ebene läuft, ist eben kontaktiert die Abgeordnetenbüros, ja. Und der Grund dafür, warum ich auf diese Change.org-Petition bisher nicht angesprungen bin, ist eben, weil ich befürchte, man macht es den Leuten zu einfach, wenn man ihnen sagt, hey, unterschreibt die Petition, ja. Da glaube ich, wirst du die Silvia Kaufmann nicht überzeugt kriegen mit, ja, sondern die Kampagne, die läuft, ist eben, wendet euch direkt an die Abgeordneten. Und da fürchte ich, würde man das so ein bisschen verwässern. Du kennst ja natürlich als Datenschützer auch die allgemeinen Bedenken gegen Change.org. Ja, das kennt jeder, der die Big Brother Awards verfolgt hat. Aber das ist gar nicht der Kernpunkt, sondern eher eben die EU-weite Kampagne zu stützen. Und die fordert eben auf, die Abgeordnetenbüros direkt jetzt zu kontaktieren. Nachfrage beantwortet. Ja, sicher. Mir geht es ja einfach um die Trommel zu schlagen, damit alle aufwachen. Und viele Piraten, glaube ich, oder Unterstützer sind noch nicht so ganz wach und das ist eigentlich der Punkt. Also wie gesagt, eigene Kampagne, das kann ich dir aus der Bundes-PR sagen, ist die mit Silvia Kaufmann in Absprache halten, Patrick. Und das andere retweeten wir, weisen wir darauf hin, etc. pp. Eben nur nicht direkt auf die Petition, aber die ist ja auf dieser Seite Save the Internet und so weiter verlinkt. Wer die also dort dann unterzeichnen möchte, da werden wir uns bei niemanden querlegen. Wir haben es halt nur nicht direkt, dass wir sagen, unterzeichnet die Petition, sondern lieber sagt der Frau Kaufmann Bescheid, dass ihr gerne ihre Abstimmung in die und die Richtung haben wollt. So, dann gehe ich mal zurück zum Pad. Da sind die ganz, ganz vielen Links drinne. Wer hat die Frage in Zeile 21 reingestellt? Könnten wir alles, was Julia gerade pusht, Patrick mit einer PM gleich hinterher verstärken im Netz? Leute, das ist vermutlich irgendwo fehlen da ein paar Kommas oder noch ein Wort oder sowas. Kann mir das jemand übersetzen? Was meint es? Patrick, verstehst du das? Ich habe es geschrieben, ich könnte das erklären. Ach Das wird so, gut, schneller. dann sag ich ja, mach mal bitte mündlich. Irgendwie fehlt da, also zumindest verstehe ich gerade den Sinn nicht ganz, aber du machst das. Das ist nicht meine Stärke, deutsche Grammatik. Macht nichts, Notfall auch Englisch. Alles gut. Okay, nee, ich habe nur gedacht, wenn der Julius so, der hat sehr, sehr starke Präsenz in Social Media und in den Kampagnen. Und dass wir gleich anfangen, als Nachfolger die Patrick pushen. Mit PMs gleich hinterher. Und wenn der Patrick etwas hat, versucht das der Julia, der Patrick pusht gleichzeitig so hin und her, dass das so diese Jahr oder die 2 Jahre, dass dieser Übergang ist bis zur Kandidatur. Und wenn wir wirklich erfolgreich haben, gibt es eine saubere Übergabe dann. Und vielleicht auch reden mit die EU Office. Wie was die nächste Sitz im Europaparlament erben können von ihrem ganzen Tun für ein 5 Jahres Investment. Okay, Patrick, du als Thronerbe. Genau. Wie möchtest du das Zepter denn haben? Nein, Spaß. Also inwiefern hast du mit Julia da schon quasi Übergabe vereinbart? Oder wie habt ihr den Übergang da jetzt so geplant, wenn er denn hoffentlich stattfindet? Ja, vielen Dank für den Vorschlag erstmal. Nach der Sommerpause will ich mal ein paar Tage dann eben nach Brüssel fahren, um Sachen mit Julia zu besprechen. Ich finde aber jetzt den Vorschlag wegen PR eben sehr gut, dass wir versuchen, Statements von Julia und zu mir zusammenzupacken. Und ich würde das gerne aufgreifen von mir aus, fände ich das gut, wenn wir das hinkriegen. Das so zu machen, wie du das vorschlägst, das ist sehr charmant, der Vorschlag. Ich denke, da werden wir uns am besten mit Jill zusammensetzen. Der sitzt ja quasi an der Quelle.
Sehr gute Idee. Habt ihr denn für Mittwoch irgendwie schon ein Statement oder noch nicht? Aus der Richtung noch nicht, aber die PM ist insofern in der Mache, dass wir halt überlegen, wie wir es aufziehen. Also dich im Vordergrund oder Julia im Vordergrund, müssen wir gucken. Ich wäre auf jeden Fall für Julia im Vordergrund, aber ich kann für beide Fälle, je nachdem, wie es ausgeht, auch noch mal schon meinen Satz vorbereiten. Ja, bitte. Wir hätten dir sonst einen untergeschummelt, geschmuggelt. Sehr gut. Können wir auch ganz hervorragend Kuckuckseier verteilen. So, ich gehe mal weiter runter bei den konkreten Fragen. Zeile 37, plant ihr einen Kandidatenflyer? Kurz ja. Wobei noch nicht ganz klar ist, und das sprechen wir dann mit allen Verantwortlichen ab, dass nur über den Kandidaten ist, ob da die anderen Kandidaten mit drin sind, ob das dann auch gleich was mit Themen ist. Also im Idealfall aus Kostengründen und damit halt alle den Überblick haben, soll es halt ein Flyer für vieles werden, nicht für alles, aber einer, den wir vielleicht dann auch wirklich einen ganzen Wahlkampf verwenden können und nicht nur zum UU-Sammeln. Patrick, hast du da schon Ideen? Vorstellungen? Tja, also ich hatte jetzt gedacht, es ist ja zeitlich so weit auseinander, Unterschriften sammeln und der eigentliche Wahlkampf, dass es vielleicht jetzt erstmal Sinn machen würde, irgendwas zum Unterschriften sammeln zu machen. Jetzt muss nicht so ausgefeilt und fertig sein. Und da ist natürlich die Frage, was braucht man zum Unterschriften sammeln? Ich denke mal, da müssen nicht unbedingt alle Kandidaten drin sein, sondern vielleicht so ein bisschen die Kernthemen. Was wichtige Anliegen sind, so ein paar Gründe zu nennen, warum die Leute für uns unterschreiben sollten. Die dürfen ja nur für eine Partei unterschreiben. Und ja, das wäre natürlich super, dann zum Start der Sammlung da ein Flyer am Start zu haben. Ich glaube, der P-Shop weiß schon, dass er gebraucht wird. So, Zeile 39. Soll der Wahlkampf aus deiner Sicht, Patrick, auf einen Kandidaten zugespitzt werden oder ist Antreten als Team wirkungsvoller? Also wir haben erstmal eine gute Liste gewählt, die wirklich von vielen Seiten gelobt worden ist. Da sind viele zufrieden, wer alles in dieser Liste vertreten ist und wie viele Personen die abdeckt. Ich glaube deswegen, dass es Sinn macht bei Anfragen und wenn Expertise gefragt ist, das natürlich auch von denjenigen bearbeiten und beantworten zu lassen, die da die meiste Ahnung haben in dem Feld. Was jetzt Wahlkampf im Sinne von Außendarstellung angeht, macht es sicherlich Sinn zu unterscheiden. Wenn es die Online-Medien angeht, da kann natürlich gerne auch meine Person gespielt werden, weil ich glaube, dass ich halt in der Netzszene bekannt bin. Da kann es also von Nutzen sein. Was jetzt offline angeht, irgendwie Wahlplakate und so, da glaube ich, bin ich genauso wenig bekannt wie irgendjemand anders und da macht es jetzt auch nicht viel Sinn, irgendwie auf eine Person zu setzen, die niemand kennt. Da müssen wir mal gucken. Ist im Endeffekt eine Frage der Wahlkampagne. Wir hatten an was mit einem roten Umhang und Mr. Datenschutz gedacht, Entschuldigung. Oh, was Lustiges ist immer gut. Entschuldigung, man hat mir gesagt, ich darf immer keine unqualifizierten Witze reißen. Kommen wir wieder zu den ernsten Dingen des Lebens. So, ach Gott, ihr macht gleich mit Protokoll. Vielen, vielen lieben Dank. Wer immer das macht. Wie viele Tage sind für den Wahlkampf eingeplant? So, jetzt möchte ich aber eine exakte Zahl hören, das schreibe ich mir schon mal auf. Ich nehme mir die 2 Monate vor der Wahl frei. Und vorher? Wie bist du da verfügbar? Ja, vorher natürlich auf Anfrage, ne? Also wir haben ja, wie gesagt, so eine Verteilung unter den Listenkandidaten gemacht, um möglichst viele Anfragen und Einladungen abdecken zu können. Aber ich bin dann natürlich vorher auch unterwegs, natürlich neben meinem Job und so weiter, aber soweit das geht, klar. So, die Frage steht mir an. Am Saalmikro ist das jetzt eine Frage oder bist du einfach nicht wieder runtergegangen? Okay, danke schön. Möchte jetzt niemanden hier abbrechen.
Ja, Frank, möchtest du eine Frage stellen? Leg los. Nur kurz, Ja, bevor ich das bitte. jetzt falsch schreibe, mit Freistellung aus deinem öffentlichen Dienst, Patrick, oder nur 2 Monate Wahlkampf? Nee, du, mit Freistellung, natürlich Wahlkampf auch vorher, aber damit meine ich 2 Monate komplette Freistellung. Das heißt, da kann ich mich dann voll widmen. Ich wollte es nur noch mal genau gefragt haben, weil du hast ja die Möglichkeit im öffentlichen Dienst. Dann auch dir danke gleich fürs Protokoll schreiben, dann weiß ich doch, wer es macht hier. In Ordnung. Gut, Zeile 46, die Unterstützung der Landtagswahlen, das haben wir ja quasi oben schon geklärt, dass das, wann immer das möglich ist, gemacht wird. Zeile 47, lila oder orange, Patrick? Auch so Passt eine gut in den Kuschel Fangfrage. rein, ne? Ja, das ist auch Also so eine mir kommt Fangfrage. Du musst es jetzt aufpassen hier, ne? ja, deswegen danke für die Frage, ich beantworte eine andere. Also für mich ist die Layouts und die Motive ein Jetzt bist du irgendwie weg. Habt ihr mich jetzt nicht mehr Nee, gehört? du brichst immer ab. Hast du auch eine Push-to-Talk-Taste? Ich hatte gehofft, dass die ganz gut funktioniert. Nee, ist wie meine wahrscheinlich. Du musst noch mal anfangen. Also, lila und orange. Das war alles nicht da. Okay, ist es jetzt wieder verständlich? Ja. Sehr gut. Na, ab sehr gut hat es dann schon nicht mehr funktioniert. Immer feste Also ich Druckschlüssel, festen sagte, Gewicht drauf lassen. danke für die Frage, ich antworte eine andere. Okay, also ich sagte, danke für die Frage. Unser Material halt sich und ja, attraktiv daherkommt und das geht aus meiner Sicht mit beiden Farben. Ich bin einfach mal gespannt auf das Material. Okay, zumindest der zweite Teil ab, es kommen beide Farben attraktiv rüber, haben wir wieder gehört. Wir gucken jetzt mal, wie die nächste Frage läuft. Vielleicht liegt das an der Frage, dass deine Push-to-Talk-Taste nicht will. Bestimmt. Ich habe auch eine Ergänzung dazu. Oha. Ja, Na, lass hören. die Frage nach der Farbe ist gar nicht so abwegig, nicht wegen der deutschen Piraten, sondern wegen der Piratenparteien, die in der EU ja auch wahlkämpfen. Und da stellt sich natürlich sofort die Nachfrage, streben wir das an, dass wir mit denen versuchen, irgendwie eine abgestimmte Kampagne zu fahren? Weil Orange ist ja sozusagen nicht mein, oder Lila ist ja nicht mein Favorite, aber es ist halt international in Europa zumindest die Standardfarbe. Nur wir haben Orange. Also insofern weist das zumindest auf Abstimmungsbedarf hin. Und man kann ja so nicht mal alles eins zu eins übernehmen, wenn man eigentlich aus Lila Orange macht. Gibt es aus deiner Sicht die Notwendigkeit eines entsprechenden Abstimmungsprozesses mit den anderen Piraten in Europa, damit wir auch einen Wiedererkennungswert schaffen für diejenigen EU-Bürger, die nicht Deutsche sind, aber in Deutschland zum Beispiel wählen? Ja, danke für die Frage. Es ist wie gesagt so, dass ich ja diese Wahlkampfsachen nicht zu entscheiden habe. Ich finde es eigentlich ganz charmant, wenn wir auf EU-Ebene eine Kampagne hätten, eine europaweite Kampagne, weil es eben auch viele Piratenparteien gibt, die sowas nicht leisten und konzipieren können. Aber das schließt es aus meiner Sicht nicht aus, dass wir als Piratenpartei Deutschland für Deutschland auch eine Kampagne, eine nationale Kampagne sozusagen machen und fahren. Und ich finde auch nicht, dass es jetzt übermäßig Verwirrung stiftet, wenn die nicht ganz identisch sind, sondern vielleicht zwei unterschiedliche Ansätze verfolgen. Also aus meiner Sicht schließt sich das nicht aus. Aber wie gesagt, das ist auch noch nicht alles entschieden. Du warst jetzt übrigens klar und deutlich zu hören, das beweist, dass es an der Frage lag mit deiner Taste. Lässt sehr tief blicken.
Zeile 51. Nur die Fangfragen heute. Wie siehst du es, dass es Themen gibt, die tiefe Gräben in die Partei reißen? So. Hatten wir nicht noch eine Frage von Sammy zu eben? Hatten wir? Oh, Sammy, bitte. Um Gottes Willen. Eben stand am Seilmikro keiner, als ich ins Pad rübergeschaltet habe. Aber du darfst natürlich erst und so weiter. Die Frage aus dem Pad kann ja warten. Ich danke vielmals. Aber gern. Ich wollte auch nur erwähnen, dass wir in NRW im Wahlkampf auch schon uns für Lila entschieden hatten. Und das ist eigentlich auch bekannt mittlerweile. Nicht nur in NRW, sondern eigentlich in allen Bundesländern. Und das kam sehr gut. Also insofern hätten wir da noch nicht mal eine Diskrepanz. Ja, wir haben ja inzwischen auch bei der Bundeswebseite beim neuen Design auf Lila gesetzt. Eben, und ich finde es dann ganz gut, wenn wir, wer immer die Werbegeschichten dann macht, würde ich natürlich auch immer ganz gerne reingucken, bin schließlich Malerin und Grafikerin. Aber ich finde dieses Lila für uns alle gemeinsam eigentlich ganz schön. Ist es auch einheitlich. Das war's. Okay, gerne. So, dann jetzt nochmal zu der Fangfrage von eben, zu der schwierigen. Es gibt Themen, die Gräben in unsere Partei reißen. Wie siehst du das? Also erstens ist es ganz wichtig, dass wir bei der Europawahl in einem Strang ziehen, weil wir sind eine kleine Partei und es ist wichtig, dass alle dahinter stehen, hinter der Kampagne. Und der Wahlkampf ist jetzt definitiv nicht die Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen oder irgendwelche Streitigkeiten da auszutauschen. Zum Zweiten bin ich nicht ganz sicher, ob bezüglich der Europawahl wirklich der Platz ist, wo so Glaubensfragen wie BGE oder Ähnliches ausgetragen werden sollten. Wir müssen ja gucken, Europawahl ist das, was das Europäische Parlament entscheiden kann im Zweifel. Und ja, wenn man da eben sieht, die Rolle, die wir in Brüssel haben können als Datenschutz- oder Internet-Experten, dann sind das doch solche Themen, wo wir alle absolut dahinter stehen. Wenn man sieht, was Julia für Arbeit macht oder was gerade läuft mit Copyright-Reform und so weiter, also da kann es gar keine zwei Meinungen geben. Okay, der Dani am Saalmikro, dann ziehen wir dich vor, bevor wir wieder ins Pad zurückschalten. Ja, ich hätte noch eine Rückfrage. Also bei der letzten Europawahl waren soziale Sicherheit, Friedenssicherung, stabile Währung, Wirtschaftswachstum, Umweltschutz und Zuwanderung auf den letzten der wichtigen wahlentscheidenden Themen für Menschen. Wir können davon ausgehen, dass Zuwanderung auf jeden Fall in diesem Wahlkampf Thema sein wird, aber auch soziale Sicherheit. Und da haben wir ja eigentlich mit einem europaweiten BGE, was wir im Europaprogramm fordern, ja durchaus einen Ansatz, um da mitzusprechen. Wie würdest du das strategisch denn angehen, wenn diese beiden Themen im Wahlkampf groß sind? Was sagen dann Piraten? Also es ist auf jeden Fall so, dass unser Programm eben die Grundlage bietet für das, wie wir im Wahlkampf auftreten. Und dass wenn wir gefragt werden, zum Beispiel in Wahlprüfsteinen oder in Diskussionsrunden, dass wir dazu natürlich auch Stellung nehmen müssen. Eine zweite Frage ist es aber, welche Themen wir aktiv setzen. Und da bin ich wirklich ein Fan davon, sich zu konzentrieren auf zwei Kernthemen oder wie auch immer wir die festlegen oder bestimmen wollen. Aber dass wir da wirklich Themen wählen, die unsere Alleinstellungsmerkmale sind und wo wir dann eben von unserer Aktivität aus her uns da drauf konzentrieren. Und da würde ich halt wirklich auch Themen nehmen, die ganz klar in der EU-Zuständigkeit sind und Themen, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal, eine Kompetenz haben. Und ich fürchte, bei sowas wie Zuwanderung, Integration tummeln sich sehr viele. Da wird es uns schwerfallen, ein Profil jetzt auch gewinnen zu können im Verhältnis zu anderen.
Es gibt bestimmt Nachfragen von Frank. Was sieht der Patrick als Alleinstellungsmerkmal der Piraten noch? Ja, wie gesagt, also ich denke, dass beim Thema Menschenrechte im digitalen Zeitalter, dass wir da das Alleinstellungsmerkmal haben, dass zum einen unsere Kompetenz, zum anderen unsere Glaubwürdigkeit, zum dritten, dass das für uns an erster Stelle steht, nicht unter ferner liefen, zum vierten, dass wir da nicht umfallen, wenn es drauf ankommt, und zum anderen, dass wir sozusagen als Hacker des politischen Betriebssystems eben auch verstanden haben, wer eine andere Politik will, der muss an die Spielregeln ran. Weil solange Brüssel so ein Lobbyparadies ist und so stark im Griff eben auch bezahlter Unternehmenslobbyisten, wird es eben auch schwer sein, am Ende andere Entscheidungen, andere Mehrheiten herauszubekommen. Und es gibt viele andere Parteien, die für eine fortschrittliche Politik sind, die aber nicht verstanden haben, dass es eigentlich der Schlüssel dazu ist, überhaupt die Spielregeln neu anzupassen im Sinne von Transparenz, Lobbyismus eindämmen, direkte Demokratie, damit die Bürger das letzte Wort haben. Also da sehe ich schon Schwerpunkte, die wir setzen, die in den anderen Parteien nicht so gesetzt werden. Kurze Nachfrage? Nö. Ja, natürlich. Hast du das mit Jill abgesprochen, dass die gesamten internen Abläufe dann durchgekaut werden, sodass wir auch wirklich dann sagen könnten, was wir ändern wollen? Oder müssten? Also es ist so, dass Spielregeln für Lobbyisten zum Beispiel, da hat das Europäische Parlament nur insofern drauf Einfluss, als es das Europäische Parlament selber angeht. Ja? Da könntest du Spielregeln machen. Du könntest zum Beispiel einführen den sogenannten legislativen Fußabdruck. Also wenn das Parlament eben Gesetze behandelt, dass dann angegeben werden muss, welche Lobbyistengespräche dazu stattgefunden haben und so weiter. Also das liegt durchaus im Einflussbereich des Parlaments, und Julia hat ja auch extra eine Software entwickelt, mit der Abgeordneten Termine mit Lobbyisten transparent gemacht werden sollen. Andernteils gibt es natürlich Sachen, wo das Parlament selber gar keinen Einfluss drauf hat, zum Beispiel direkte Demokratie auf EU-Ebene. Das kann das Parlament gar nicht für sich genommen einführen. Aber wir können natürlich dafür stehen, in dem Sinne schrittweise tätig zu werden. Zum Beispiel hat ja Julia beim Thema digitale Bürgerbeteiligung ihren Copyright Report auf Diskuto ins Netz gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die Plattform kennt. Das ist so eine Plattform, wo man kollaborativ an Texten arbeiten kann. Und jeder konnte Vorschläge zu den einzelnen Absätzen machen und Anmerkungen dazu. Und so ist dann gemeinsam dieser Report verbessert worden. Auch das ist digitale Bürgerbeteiligung. Und man kann also quasi als Vorbild auch zeigen, so kann digitale Beteiligung, Demokratie funktionieren. So, eben war das Mikro noch voll. Jetzt hast du alle wieder voll gequatscht. Jetzt ist es nur noch Bastian. So, leg los. Nur noch ist nett. Ja, nur noch einer, nämlich du. Ja, ja. Vielleicht gibt es noch ein Alleinstellungsmerkmal, was noch nicht so auf dem Schirm ist. Von mir aus ein technisches. Wir sind nämlich tatsächlich eine lebende europäische Piratenpartei. Und diesmal wird es anders funktionieren als 2014, das kann ich schon mal versprechen. Wir sind handlungsfähig als europäische Piratenpartei, und das unterscheidet uns übrigens von anderen europäischen Parteien im Sammelsurium. Es gibt ja auch Zusammenschlüsse, ist schon alles klar. Europäische Grünen gibt es, aber die machen nicht wirklich mit im Wahlkampf. Wir könnten dadurch deutlich größer wirken, als wir tatsächlich sind. Und diesen Vorteil, dass wir immer wieder andere Piratenparteien hier mit hineinholen in die Diskussion, in den Wahlkampf, in die Darstellung, tatsächlich die Vielfalt aufzeigen. Ich würde euch das sehr ans Herz legen, dass ihr darüber nachdenkt. Denn die PPU, das kann ich mal so als Mitglied des Vorstandes versichern, wird sich zumindest sehr intensiv Gedanken machen, wie sie das zumindest organisatorisch, plattformmäßig unterstützen kann.
Und das könnte durchaus wirken. Das würde ich euch nur ans Herz legen. Vielen Dank für den Vorschlag, Bastian. Ganz wichtiges Thema und tatsächlich Alleinstellungsmerkmal, dass wir Piraten eine internationale Bewegung sind. So, jetzt gehe ich mal ins Pad zurück. Nein, Sami, diesmal habe ich dich zuerst gesehen. Ha. Ach, du bist ein Schatz. Danke. Ja. Ich wollte noch sagen, dass das für uns im Wahlkampf ein Thema sein muss, an allen Ecken und Enden, dass wir eine internationale Partei sind. Und das, was ich vorhin sagen wollte, dann bin ich wieder rausgegangen, weil ich dachte, Patrick sagt es, aber nur so ähnlich. Wir haben, was die Digitalisierung betrifft und die Education, das ist ja auch ein Thema, also Bildung und Ausbildung, haben wir ja auch einiges zu bieten. Das würde ich vielleicht auch noch für wichtig erachten. Patrick, was meinst du? Ja, vielen Dank für den Input. Also habe dem nichts hinzuzufügen. Passt perfekt hier. Ja, bitte, der Nächste am Saalmikro. Ich kann keine Ideen geben. Wir könnten eventuell für das Europawahlkampf weltweit auf die ganzen Globus Piraten per so Video einschalten und uns Glückwünsche für den Europawahlkampf äußern oder irgendein Statement abgeben. Nur ganz kurz und bundig. Und das könnten wir zusammenmischen und so, dass es sichtbar ist, dass wir tatsächlich weltweit unterwegs sind. Ja, das wäre eine tolle Kampagnenidee, gerade hier für die PPEU. Ich sehe das schon, wenn wir das alles zusammen haben, dann wird der nächste oder übernächste dicke Engel dann mal zum Thema Wahlkampf. Also bis dahin alle guten Ideen merken oder wir müssen uns das Pad nochmal weglegen. So, jetzt versuche ich mal wieder ins Pad zurückzugehen. Schafft das heute noch. Ich Jetzt hat man mich nicht mehr gehört. Also, fange ich nochmal an. Zeile 61. SaveYourInternet.eu bietet die Möglichkeit, alle 13 Abgeordneten des Rechtsausschusses anzuschreiben, um gegebenenfalls in den letzten Tagen nochmal den Druck zu erhöhen. Patrick, das schließt an das an, was du vorhin schon gesagt hast, ne? Glaube ich. Ja, das ist die Kampagne, die von Julia unterstützt wird. Ich weiß gar nicht, ob sie die vielleicht selber sogar aufgesetzt hat. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, sich an die Abgeordneten zu wenden. Am effektivsten ist definitiv anzurufen nochmal. Also es ist nicht schwer. Es gibt da ein Skript. Versucht es einfach mal, ob ihr durchkommt. Und dann kann man auf der Seite noch mailen und auch tweeten. Ist multifunktional, total super. Gut, dann werden wir diese Seite, aber ich glaube, das ist die, die wir auch nochmal in der Rotation drin haben. Bastian, total gerne. Ich komme auf dich zurück mit dem zweiten Monitor. Dann kannst du mir erklären, wie installieren und so weiter und so fort. Glaub mir, das will ich nicht erst seit heute haben. So, aber ich habe jetzt erst mit Danny am Saalmikro. Also du nimmst das Kabel und dann steckst du das in deine Grafikkarte und das andere in den Bildschirm. Verdamm mich doch nicht jetzt. Dass ich eine zweite Grafik brauche, weiß ich und das werden wir für irgendwann mal aufschieben. So, vielen Dank. Aber sobald du sonst nichts hattest, Herrgott, wir wollten noch Inhalt machen und nicht schon wieder irgendwelches Tool-Diskussionen. So, fertig. Die Formulare für die Unterstützungsunterschriften. Sind die Unterlagen beim Bundeswahlleiter eingereicht? Also da ich das nicht persönlich mache, kann ich das nur nachfragen. Ich glaube aber, das wird, glaube ich, bis Ende Juni oder so geschehen sein. Und sobald wir da die Unterlagen vom Bundeswahlleiter zurückhaben, inklusive der Unterschriftenformulare, werden wir euch das nicht verheimlichen.
Gabriele, du weißt mehr, genau. Ich habe es ja auch hingeschrieben, ganz genau. Es ist alles schön eingereicht. Und es dauert halt seine Zeit. Ich rechne auch noch so mit 2 Wochen, vielleicht auch nur 10 Tage. Siehst du, habe ich ja doch gar nicht schlecht geschätzt mit Ende Juni. Ich hatte das noch nicht gesehen. Danke dir. Nur eine kurze Frage, ist denn jemand in Wiesbaden oder Umgebung dafür zuständig, dann die Sachen abzuholen oder soll das alles über den normalen Postwege ablaufen? Da läuft gar nichts über normalen Postwege ab, sondern diese Formulare bekommen wir per E-Mail zur Verfügung gestellt. Oder was meinst du jetzt? Ja, es geht ja darum, wenn ich jetzt beim Bundeswahlleiter einen Termin habe, kann ich da reinmarschieren und kriege eigentlich, wenn alle Unterlagen geprüft sind und alle unsere Unterschriften drauf sind, kann ich das 2 Tage später ja bei denen abholen. Also bis der normale Porto- oder Postlaufweg bei denen abläuft, dauert es natürlich länger. Nein, hat damit gar nichts zu tun. Das ist das ganz normale Prüfverfahren und das dauert eben seine paar Tage und eben nicht nur 1 oder 2 Tage, sondern eben bei einer Partei dann etwas länger. Ist aber wirklich ganz normal und schon immer so gewesen. Ihr müsst ja auch sehen, dass sie zum Beispiel noch Wählbarkeitsbescheinigungen auch brauchen. Gut, dann Zwischenfrage. Du bist doch wählbar, oder? Nicht, dass wir da jetzt noch ein Problem kriegen. Patrick hat seine Wählbarkeitsbescheinigung sogar schon mitgebracht. So vorbildlichst. Streber, Streber. Die Wählbarkeitsbescheinigung ist nachher bei der endgültigen Einreichung der 4000 Unterschriften aber nur erst erforderlich und dann muss man wählbar sein. Gut, dann können wir ja alle anderen noch auf wählbar bügeln. Das ist sehr schön. Nein, aber wir haben doch immer irgendwelche Sachen, dass es an den letzten 2 Minuten noch irgendwie eine lustige Sache gibt, die wir nicht bedacht hatten und die bei den letzten 3 Wahlen tadellos funktioniert hat und bei der aktuellen funktioniert es dann nicht. Das war doch immer so. Rein erfahrungsgemäß. Aber bei Gabriele wissen wir es in den allerbesten Händen, da kann ja fast nichts mehr schief gehen, außer der Wahlleiter verstirbt. Sami, sag mal an. Ja, ich wollte nur zu Gabriele sagen, sie kriegt morgen meine Wählbarkeitsbescheinigung zugeschickt. Hatte ich versprochen, bin aber vorher nicht dazu gekommen. Super, vielen Dank. Alles klar. Es läuft, Seda. Es läuft. So, ich gehe wieder ins Pad. Zeile 67. Kiel, Luxemburg oder Paderborn? Wo ist die Wahlkampfzentrale? Ich würde ja sagen in Berlin, aber widersprecht mir. Patrick, habt ihr das schon ausgewürfelt? Darf ich die Frage an dich weitergeben, Lilly? Ja, also bei einer Partei, die die Hälfte online regelt, finde ich die Frage irgendwie fast ein bisschen witzig, aber ja, also unsere Bundesgeschäftsstelle ist in Berlin und bleibt auf absehbare Zeit auch in Berlin. Von daher wesentliche Sachen natürlich immer im Notfall darüber, weil Gabriele da einfach schon ganz viel Erfahrung hat und weiß, was sie mit bestimmten Dingen tun muss und wohin sie es weiterleiten muss. Und ansonsten gehe ich halt davon aus, wir machen ganz, ganz viel online. Aber entweder Sami oder Bastian können mir da mehr sagen. Ihr werdet es schaffen. Wer möchte zuerst? Sami war zuerst. Okay. Du kommst first und so weiter. Nee, ich war, als ich das im Pad gelesen hatte, Kiel, Luxemburg oder Paderborn, fühlte ich mich im ersten Moment etwas verarscht und wollte eigentlich nachfragen, was soll das denn? Aber nun weiß ich es ja. Es war ein Joke, ne? Aber das ist auch ein schöner Wahlkampfslogan, so Kiel, Luxemburg, Paderborn, wir sind einfach überall. Das ist natürlich genial, zumal in Paderborn tatsächlich eine sitzt. Eben, deswegen ja. Bastian, wo ist die Wahlkampfzentrale? Nur ein Hinweis, natürlich wird es eine europäische Wahlkampfzentrale geben, die sitzt hoffentlich bei der PPU. Wir sind da bestens darauf vorbereitet. Wir machen ja nämlich schon im Vorgriff auf diese ganzen Dinge schon eine Menge. Das sind diese ganzen tollen Arbeitsgruppen, die entstanden sind, die tatsächlich mit Terminen und so weiter ins Laufen kommen. Die machen das Thema gemeinsames europäisches Wahlprogramm und ich hoffe tatsächlich sehr inständig, dass da ein paar Protagonisten übrig bleiben, die dann auch virtuell, zumindest in Luxemburg, virtuell eine Wahlkampfzentrale besetzen, dass wir da auch koordinierend wirken können für die gesamten europäischen Piratenparteien, die am Wahlkampf tatsächlich teilnehmen.
Das ist ein Herzensanliegen, auch von der isländischen Vorsitzenden, die ja nicht in der EU oder eine Partei vertritt, die in der EU repräsentiert, aber sehr mitfiebert. Und ich glaube, da haben wir so einiges auch noch zu bieten und das kann man nutzen. Auf jeden Fall kann sich die Deutsche Piratenpartei da gerne dran beteiligen an diesen Dingen. Dankeschön. Frank. Ich möchte das nur kurz klarstellen. 1, 2 und 3 war nicht, ob da eine Wahlkampfzentrale aufgemacht werden soll, sondern das sind die Wohnorte unserer Spitzenkandidaten. Und das, was der Bastian eben gesagt hat, es ist ja ganz viel Arbeit eigentlich zu machen, wenn wir wirklich zum Beispiel einen europäischen Wahlkampf mit allen Organisationen und Terminen, wenn, müsste ja dann komplett Berlin, müsste ja auch die ganze Mannschaft stehen. Deswegen kommen wir ja gleich dann zur zweiten Frage. Oder ob es Leute gibt, die halt vor Ort lieber arbeiten, dann müssen wir ja diese technischen Möglichkeiten im Vorfeld schaffen, damit die alle zusammenarbeiten können. Nur ein Einwand. Ja. Lieber Frank, der Gilles ist in Köln zu Hause. Dann machen wir doch am Dom. Mit Klapptisch, jawohl. Also ich bin dafür, wir kaufen allen drei Spitzenkandidaten einen Bauchladen, dann ist die Wahlkampfzentrale einfach immer überall. Also nicht, wo wir sind, ist vorn, sondern wo wir sind, ist Wahlkampf zum Beispiel so. Können wir ja mal drüber nachdenken. So, jetzt habe ich wieder was gesagt und jetzt kommt Dani und haut mir auf den Kopf. Na, mach mal. Ja, nochmal zur Ergänzung zu der Frage von ISAF. Wie sieht das denn aus mit irgendwelchen Online-Tools als Wahlkampfzentrale? Wie seht ihr es? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten von Discord über Mattermost, Slack. Was haltet ihr von solchen Tools? Wird sowas im Wahlkampf eingesetzt werden, um Helfer zu aktivieren? Wenn Patrick jetzt gerade nichts dazu sagt, dann sage ich mal, wir nehmen sowieso alle offiziellen Kanäle und was persönlich noch benutzt wird, ob Brieftauben, Morsezeichen oder Rauch, würde ich mal sagen, das können die Kandidaten unter sich abklären. Sammy kann da vielleicht auch was zu sagen. Patrick, wie sieht's aus? Hast du ein Telefon? Bestimmt. Ja, was Lilly sagt. Gut. Das ist schon mal schön. Du bist erreichbar. Das ist schön. Also ihr habt euch untereinander irgendwie abgestimmt, dass ihr euch alle erreichen könnt. Definitiv. Und du hast mir schon gesagt, es gibt eine Mailingliste für alle. Es gibt eine Mailingliste für die Kandidaten und wir haben unsere Kontaktdaten da ausgetauscht. Na, Rückfrage. Frag rück. Ja, ein Telefonat mit Patrick, das ist im Zweifel unter 2 Personen oder wenn es hochkommt unter 5. Mailingliste mit Kandidaten gut und schön, aber wie nehmt ihr jetzt zum Beispiel Aktive mit für den Wahlkampf? Wo werden die eingebunden? Wo kriegen die ihre sozusagen Marschordern her? Was jetzt wichtig ist, wo es drauf ankommt, in welche Richtung es geht oder zentrale Stelle, wo halt dann so Social-Media-Memes geteilt werden, die dann über möglichst viele Kanäle verteilen, solche Dinge. Also wo passiert das? Also dass ihr euch unter euch könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich würde gerne wissen, wie ihr zu der Piratenbasis und etwaigen Helfern kommuniziert. Okay, dazu würde ich gerne was sagen, weil da spielt nämlich auch die nächste Frage im Pad mit rein, die da lautet, haben die drei Spitzenkandidaten schon ein Team ausgedacht, mit dem sie den Wahlkampf organisieren möchten? Und dazu will ich eben nochmal klarstellen, dass nicht ich oder auch andere Kandidaten den Wahlkampf organisieren werden, auch nicht mit einem Team zusammen, sondern es wird eben eine Wahlkampfkoordination geben. Da ist im Moment gerade eine Stelle ausgetauscht
Und ich denke mal, dass es dann Sinn macht, wenn die verschiedene Teams bildet, die eben verschiedene Aufgaben haben und sich dann darum kümmern. Und dann muss natürlich auch festgelegt werden, wie die miteinander kommunizieren. Was mir auf jeden Fall ein Anliegen ist, ist natürlich, dass es offen ist und dass alle mithelfen können, aus meiner Sicht auch mithelfen müssen, weil wir es nur so überhaupt schaffen. Aber das sind aus meiner Sicht eben verschiedene Ebenen. Du hast einmal die Wahlkampforga auf EU-Ebene, dann hast du eine Wahlkampforga in Deutschland, dann hast du die Kandidaten, die da irgendwie öffentliche Auftritte machen und dann hast du natürlich auch Piraten vor Ort, die zum Beispiel Veranstaltungen vor Ort machen. Also das sind unterschiedliche Ebenen, ne? Darf ich darauf antworten? Eigentlich war Patrick zum Antworten da, aber mach mal. Also ich würde euch dann nur gerne halt ein wie auch immer geartetes System dieser Art, also wir testen ja zum Beispiel MetaMost und Discord momentan ein wenig. Schaut euch doch bitte mal die Tools an und gebt mal ein Feedback, mit welchem davon ihr vielleicht als Kandidaten gut arbeiten könnt, damit wir das dann halt auch weiter verbreiten können. Also ich benutze MetaMost, bin da ganz zufrieden damit. Ich auch. So, Sammy, wolltest du noch was sagen? Stehst du? Ich habe gerade gesagt, ich auch. Ich bin auch mit MetaMost sehr zufrieden. Ja, aber da du noch am Mikro standest, habe ich überlegt, ob du noch was sagen möchtest. Ich dachte, könnte ja sein, aber im Moment gerade jetzt sofort nicht. Das Einzige, worauf ich Wert lege, ist, dass wir, wenn es dann hinterher eine Wahlkampfleitung gibt, jemand, der koordiniert, dass es dann auch so koordiniert ist, dass es dann auch wirklich gemeinsam geht. Und wir hatten das neulich besprochen, wir hätten auch ganz gerne da ein ganz klein bisschen Mitspracherecht. Nicht, dass ihr sagt, ja, den nehmen wir jetzt als Wahlkoordinator und dann müssen wir Ja und Amen sagen. Das ist bisher, glaube ich, nicht passiert. Das wird auch künftig nicht passieren. Also, da sehe ich wenig Gefahr. Okay, danke. Frank! Kurze Sache, wenn das aber so ist, müsste die Ausschreibung, die ja noch aktuell läuft, eigentlich geändert werden, weil im Moment trifft ja diese PP- oder EU-Vorbereitungsteam die Entscheidung. Das heißt, das müsste ja noch irgendwie kommuniziert werden, wenn die Kandidaten das so wollen. Und dann habe ich noch eine Frage, ich weiß ja nicht, wer es jetzt reingeschrieben hat. In Zeile 69 hat jemand reingeschrieben mit geeigneten Plattformen und Arbeitsgruppen, die PPEU. Ich wollte nur gerne wissen, auf welchen Systemen läuft das System dann und wer hat die Hoheit über diese Systeme? Da ich das reingeschrieben hat, der Vorstand der PPEU hat die Hoheit über diese Systeme. Okay, es würde dann bedeuten bei dieser AG-Technik vom Denk selbst oder anderswo. Wo der Vorstand der PPU hostet, ist erstmal seine Sache. Das gibt verschiedene Möglichkeiten zu hosten und wir wollen jetzt nicht wieder auf die übliche Diskussion von dir abschweifen. Das führt heute nicht weiter. Jeder Abgeordnete in der EU-Parlament der Piratis hat auch einen Sitz in diesem Vorstand. Nee, im Council, aber okay, das nur zur Klarstellung. Aber natürlich kann auch jeder bei Vorstandssitzungen dabei sein und natürlich auch seine Meinung sagen. Das ist nichts Neues. Schicke Sache. Schönes Angebot auch an die Kandidaten. Ich gehe mal wieder, weil ausnahmsweise mal das Saalmikro leer ist, zurück ins Pad.
Zeile 76. Wollen wir die Sache mit Open Source in Schleswig-Holstein ausnutzen? Ist das eine Nachwirkung der Piratenfraktion? Ja, was ist das für eine Frage? Natürlich, wir haben das ja immer gepusht und gefordert. Damals hat man uns gesagt, ja, wir wollen das langfristig mal machen, aber wir haben jahrelange Verträge mit Microsoft und das geht alles nicht so einfach mit der Software. Die Funktionen kann man nicht ersetzen und so weiter und so fort. Und mal ehrlich, da hat sich jetzt auch gar nichts dran geändert. Dieser tolle Landtagsbeschluss, wir wollen langfristig auf Open Source umsteigen, der heißt eigentlich null und ich lache so ein bisschen darüber, dass das jetzt so gehypt wird. Ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt sozusagen nochmal für uns irgendwie nutzen können. Wir können es natürlich mal erwähnen, dass das eine Nachwirkung ist. Wie übrigens auch alle möglichen anderen Sachen, die wir damals für erfolglos gefordert hatten, jetzt plötzlich umgesetzt werden. Also kann ich auch 3, 4 Beispiele sonst noch nennen. Ich mache mal gleich die 2 weiteren Fragen mit. Die nächste Frage ist, will Patrick in Talkshows auftreten? Ich fürchte, dass uns da überhaupt keine andere Wahl bleibt. Selbst wenn das so doofe sind wie bei Lanz, müssen wir natürlich die Chance nutzen, um unsere Themen zu setzen. Ich bin überhaupt kein guter Talkshow-Teilnehmer, weil viel zu sachlich und zu langweilig wahrscheinlich, aber ich mache es trotzdem, weil das eben die Chance ist, unsere Themen nach vorne zu bringen und die müssen wir natürlich nutzen. Dann Nee, Moment, also erstmal, ich gehe gleich nach Hause hier, das geht ja gar nicht. Hör mal. So, nee, an der Stelle muss ich mal reingrätschen. Es ist ja von der einen oder anderen Seite kritisiert worden. Die anderen finden es wiederum gut, dass du hin und wieder den Terrorfilm mitnimmst. Nimmst du den dann auch zu Lanz mit? Ach, nur wenn er ihn haben will, sonst nicht. Okay, jetzt darfst du weiter. Ich glaube, der Terrorvogel ist echt witzig für uns, weil wir wollen ja auch ein bisschen Spaß bei der Sache haben und da finde ich das immer toll, wenn der mal so ein bisschen redet, wie der Schnabel gewachsen ist. In der Außendarstellung wirklich nur, wenn das Wahlkampfteam sagt, der soll Bestandteil des Wahlkampfes werden. Naja, wir hatten schon Hunde auf Wahlplakaten, dann können wir auch Terrorvögel drauf machen. Und Wombats. So. Die Partei mit denen als unseren derzeit größten Konkurrenten? Aus deiner Sicht? Definitiv die Nichtwähler. Also ich würde da gar nicht anfangen, groß auf anderen rumzuhacken, sondern es ist echt so, das größte Problem ist die Leute, die überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie den Eindruck haben, es ändert ja doch nichts. In Brüssel regiert das Geld und am Ende machen sie doch, was sie wollen, ja. Also das ist definitiv die Zielgruppe Nummer 1, die Leute, die frustriert sind, die unzufrieden sind, die schon aufgegeben haben oder auch die sich überhaupt nicht mehr dafür interessieren, die gar nicht sehen, dass es was bewirkt und dass sie einen Unterschied machen können. Das ist definitiv der Hauptfokus. Bevor ich den Frank gleich nochmal dran lasse, denkst du, das ist in Desinteresse oder denkst du, das ist auch so ein Nichtverstehen der Funktionsweise der EU? Also ich glaube, die Leute sind nicht so gut informiert, also sie wissen nicht genau, sie sind unsicher, wer eigentlich für was steht. Sie meinen, dass es auch nicht so viel ausmacht, wer im Endeffekt gewählt wird, weil sich doch im Grundsatz nichts ändert. Ne? Das ist eben dieser Stichpunkt, wo ich vorhin sagte, man muss den Leuten klar machen, wie wichtig es ist, an das politische Betriebssystem ranzugehen, dass das eben wichtig ist, um wirklich was verändern zu können. Ich glaube, die Leute, die sich nicht interessieren, sehen ein größeres Problem als irgendwelche Radikale oder Populisten. Das ist immer nur ein kleinerer Teil. Aber die Leute, die resigniert haben, die sind wirklich das große Problem. Okay, dann zu Frank ins Außenstudio. Ja, da direkt zu dem Thema. Wir kennen das, die Wahlbeteiligung bei der Europawahl ist die schlechteste und teilweise noch unter Kommunalwahlen. Fällt dir spontan eine Idee ein, wie wir diese Nichtwähler mal dazu begeistern können, zur Wahl zu gehen, damit plötzlich vielleicht auch 60-70% Wahlbeteiligung bei einer EU-Wahl da sind? Also ich glaube, Spaß bei der Sache zu haben, ist kein schlechtes Rezept. Ne? Also man muss den Leuten halt schon auch klar machen, hier Politik macht Spaß, wir stehen für was, wir stehen für Werte.
Wir haben aber auch Spaß dabei. Wir machen Aktionen. Wir machen vielleicht am Wahlabend hier eine schöne Party, wo ihr nochmal mit feiern könnt. Wir nutzen vielleicht bestimmte Gedenktage, um Fest der Demokratie zu machen, wie auch immer. Dass man den Leuten halt klar macht, das ist nichts Langweiliges, was nur die Politiker angeht, sondern das geht uns alle an. Sami, magst du mit aufs Podium kommen? Das ist, nee, du das hast ist ja auch. Ja, ich hab nur überlegt, das ginge auch, natürlich. Ich lieb, aber es ist Patricks Abend heute. Und wenn ich was zu sagen habe, komme ich einfach an sein Mikro. Dankeschön. Völlig okay. Ich wollte nur daran erinnern, wenn ich mit Leuten über die EU rede, meistens wissen sie gar nichts. Und sie wollen auch gar nichts wissen. Denn schon der Bundestag und mit unserer Regierung ist für viele so frustrierend, dass sie alles weit von sich schieben und sagen, mir sind meine Kinder und Enkel wichtiger, mir ist das und jenes wichtiger, die sollen doch ihre Scheiße alleine machen. Und ich sage dann immer, Kinder, die EU besteht nicht nur aus begradigten Gurken. Und dann gibt es Lacher und dann kann man anknüpfen und sagen, was auch sonst noch wichtig ist. Und ich denke, das sollten wir im Auge behalten, was bei den Leuten sich unter EU alles formiert. Und sie haben auch die Schengen und Dings Dublin-Abkommen nicht verstanden, nicht wirklich, so siehst du bei uns in der Partei schon, auch manche nicht. Ich denke, dass Aufklärung, so ganz schlichte, einfache Aufklärung wichtig ist, und dazu braucht man halt auch Veranstaltungen, wo man über alles Mögliche reden kann. Ich fand das auch ganz cool, was die Piraten zur Landtagswahl in NRW gemacht haben, nämlich, dass sie einfach konkrete Anträge, über die abgestimmt wurde, veröffentlicht haben mit dem Abstimmungsverhältnis. Und da macht man den Leuten ja auch einfach klar, was sind die konkreten Fragen, die da entschieden werden. Und ich glaube, da wird jeder sehen, wie wichtig die Themen sind. Ja, wir haben es nur leider viel zu spät gemacht. Es hätte eher passieren und öfter passieren müssen. Und das ist vielleicht was wir bedenken sollten. Wir denken im Moment alle, oh, wir haben ja noch so viel Zeit. Nein, haben wir nicht. Wir müssen eigentlich jede Sekunde nutzen. Das wäre ja mal was Schönes für Gilles vielleicht, wenn er mal die Top 10 Abstimmungen irgendwie mal zusammensuchen kann. Ja, eine gute Idee. Sehr schön, Arbeitsstellung. Bei aller Hektik nicht vergessen, immer schön gründlich sein. Sonst ist es nämlich wirklich schlimm, wenn man dann in der Hektik was vergisst. Aber ich gebe an unser Kamerakind Frank. Kamerakind, ist ja unverschämt. ich frage jetzt mal wirklich, da wir ja wirklich Wahlkampf 8 Wochen, 12 Wochen nur vorher machen dürfen, wäre es denn nicht eine Idee, ich sage jetzt mal bis zum Jahresanfang oder sonst was, eine komplette Aufklärungskampagne zu starten übers virale Netz, in Anführungsstrichen, was kannst du bewirken mit der Wahl und das immer mit unserem Markenzeichen branden, sodass wir wirklich nachher sagen, wenn wir wirklich gemeinsame Ziele oder sonst was als gesamteuropäische Partei kriegen, dass das wirklich vielleicht auch ankommt und dass die Leute, die wollen wirklich was verändern. Wie haltet ihr oder was haltet ihr von der Idee? Das ist definitiv eine Idee. Wie Lilly sagt, behaltet eure guten Ideen für die Zeit, wenn wir jemanden haben, den wir sie unterbreiten können. Ja, das ist praktisch. Immer schön delegieren. So, McBurns, nehme ich jetzt mal, weil du hast, glaube ich, was ins Pad geschrieben, ne? Ja, ich wollte das erklären. Ich habe mal letztes Mal in der EU-Wahlkampf meine Brief für meine Gemeinde bekommen. Ich weiß nicht, ob das nur in Bayern passiert ist, aber ich müsste dann aktiv zum Verwaltung von meiner Gemeinde und sagen, dass ich tatsächlich mitwählen will in der EU-Wahl. Und das ist für mich ein bisschen schräg, weil es kein passives Wahlrecht, denn es hebelt es aus. Weil ich aktiv müsste werden. Eigentlich müsste es automatisch kommen.
Und das kam mir ein bisschen französisch vor. Ich weiß nicht, ob das in Bürokratie, Sparmaßnahmen war oder tatsächlich ein Versuch, die bayerische, sage ich mal, das zu verhindern, dass so viele EU-Ausländer da wählen dürfen. Oder ob das alle EU-Bürger, auch inklusive deutsche Bürger, das passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommen die Sachen näher und sollten wir das im Auge behalten. Das könnten wir natürlich nutzen im Wahlkampf. Aber ich weiß nicht, ob das nur in Bayern passiert ist. Ich wüsste nichts in die anderen Länder, ob das auch diese gleiche Regelung gab. Ja, sprecht mal, ich kenne das nicht. Also ich kann Also ich ganz kann normal mitwählen. also es geht darum, dass wenn ein EU-Bürger aus Spanien in Deutschland wohnt, darf er nicht die deutsche Liste wählen, sondern muss die spanische Liste wählen. So, und deswegen musst du dich vorher beantragen, weil das Wahlamt muss ja so und so viele Wahlscheine dann aus dem anderen europäischen Land besorgen, die auch verteilt werden. Und dann ist es halt einfach so, dann bist du halt automatisch Briefwähler, weil die müssen ja dann noch hin und her geschickt werden. Also so kenne ich das, wenn mich nicht alles täuscht, noch aus der letzten Wahl, weil da hatten wir extra internationale Schalter im Wahlamt, wo die einzelnen Länder oder Angehörigen ihre Wahllisten bekommen haben. Darf ich, bevor sich was Falsches festsetzt, das mal kurz widerlegen? Ich mach's einfach. Also, aktiv wahlberechtigt ist jeder Deutsche, bla bla bla. Und alle in Deutschland lebende Bürger der Europäischen Gemeinschaft, Unionsbürger, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und mindestens 3 Monate innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wohnen. Passiv Wahlberechtigte gilt genauso. So wie all jene deutsche lebende Unionsbürger, die nicht seit mindestens 3 Monaten im EU-Gebiet wohnen. Also, die sind wahlberechtigt. Insofern, du bist wahlberechtigt, passiv wie auch aktiv, wenn du hier wohnst. Ja, das weiß ich. Das war verständlich für Aber mich. Aber wie gesagt, ich habe einen hast du Brief eine. erhalten, dass ich tatsächlich Ja. hingehen muss und meine Wahlrecht aktivieren, sonst hätte ich Ja. keine Unterlagen bekommen. Woher weiß denn die Verwaltung? Aber in der Regel ist es so, dass ich es tatsächlich durch deine Einwohnermeldeamtsdaten weiß, sonst würdest du auch zu Kommunalwahlen nicht eingeladen werden. Aber lohnt sich immer nachzugucken, ob man auf der Wählerliste steht. Vorletztes Mal ist das nicht passiert. Ich bin Ja, ja dann 25 ist es Jahre nur her. Ich habe einmalig. schon Ja, zweimal mitgewählt, kein Problem. Nur letztes Mal war es ein Problem dann auf gab es einmal. irgendwie wieder typischen Fuck-up. Das gibt es aber auch bei Piratenparteien, die da irgendwo ihre Daten nicht so ganz auf dem Laufenden haben. Deswegen ist ja jeder Wähler oder jeder Passivwahlberechtigte aufgerufen, sich da entsprechend zu erkundigen, wenn er halt keine Wahlbenachrichtigung bekommt. Und wenn man gewählt werden will, muss man einfach zum Wahlamt gehen und das klären. Deswegen gibt es ja auch die Wählbarkeitsbescheinigung. Okay, dann war das ein genereller B für alle, alles klar. Ja, wenn du jetzt sagst, fragst nach bei der Wählbarkeitsbescheinigung, hallo, machen Sie mal Stempel drauf und die sagt, nö, die kann ich kennen, wisst ihr. Dann kann man das klären in dem Moment. Und wenn du halt hier so lange wohnst, dann wohnst du halt so lange und gut ist. Du darfst natürlich nur hier antreten, das ist dann auch klar. So, dann haben wir das vielleicht auch geklärt. Gibt es denn jetzt noch sonst Fragen an den Patrick, die jetzt direkt ihn, was er so für die EU plant, was ihn so stört in der EU oder was auch immer, gibt es da noch Fragen? Schreibt sie ins Pad oder kommt direkt ans Salmigo. Denn ansonsten können wir auch gern in den informellen Teil überleiten, der sich ja meistens an unsere Runden anschließt. Mick McBurns, hast du jetzt noch eine Frage? Oder stehst du da einfach nur so? Ich wollte noch was schreiben, schnell. Ich wollte nur, Patrick, wollte das Wort Cannabis benutzen im Wahlkampf. Wieso nicht? Wieso nicht? Gut. Ja, ich wollte aber vielleicht noch ein Schlusswort sagen. Erstmal danke ich euch allen, dass ihr hier wart. Und ich freue mich halt tatsächlich auch auf einen kreativen Wahlkampf, wo alle mitmachen. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir als Mitmachpartei eben allen die Möglichkeit geben, sich auch zu beteiligen, auch am Wahlkampf.
Und es ist auf jeden Fall super, wenn ihr loslegt, zum Beispiel Aktionen vor Ort zu organisieren, wie zum Beispiel Demos oder auch schon mal Diskussionsveranstaltungen zu piratigen Themen zum Europawahlkampf zu planen, zu denen wir natürlich gerne auch Julia dann einladen können. Oder die Unterschriftensammlung vorzubereiten, das ist natürlich hilfreich. Oder auch beim Wahlprogramm mitzuarbeiten, da gibt es ganz viele Gelegenheiten, was man jetzt schon tun kann. Und ich freue mich sehr drauf. Wir haben in der AG Datenschutz in Planung, irgendwie einen Opt-out-Day zu machen. Und zwar angedacht ist das am Tag der Demokratie, das zu machen. Da kann sonst der Thomas vielleicht auch noch was dazu sagen. Wir geben das sonst aber auch noch rum, wenn die Planung etwas konkretisiert ist. Also solche Aktionen sind super, wo wir einfach präsent sind und sichtbar sind. Und ja, ich freue mich. Am seinem Mikro, Thomas, kaum wurde erwähnt, jawohl. Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, also ich hatte es ja schon über die Vorstände-Mailingliste rumgeschickt. Und zwar, wie Patrick schon gesagt hat, wir hatten uns da mit der AG Datenschutz schon mal ein bisschen unterhalten und die AG Digitalisierung. Und wir wollen die nächste Sitzung der AG Datenschutz nutzen, um aus allen Bereichen der Parteien so ein paar Ideen zu sammeln. Wir haben uns da den Tag der Demokratie, ich glaube, es ist der 25. September, so ein bisschen als Aktionstag ausgedacht. Und wir wollen eigentlich von allen Teilen der Partei Anregungen bekommen, was man zu dem Tag vielleicht an Aktionen machen könnte, offline wie online, damit wir einfach so mal eine erste Duftmarke setzen und vielleicht auch so ein bisschen aus unserer eigenen Blase mit kreativen Aktionen rauskommen. Also wer auch immer jetzt hier zuhört und vielleicht eine kluge Idee hat oder sowas, nächste Sitzung der AG Datenschutz ist der erste Donnerstag im Monat immer, 20 Uhr im Mumble-Raum. Der AG Datenschutz, ich schaue gerade mal, das müsste der 5.7. sein. Kommt einfach vorbei, stellt eure Ideen vor und selbst wenn ihr noch keine Ideen habt, nehmt vielleicht Ideen aus der Sitzung mit und tragt sie in eure Verbände. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. So, dieser Werbeblock wurde Ihnen präsentiert von der AG Datenschutz. Sehr schön. Wir schalten zurück ins Studio. Es gibt nämlich eine neue Frage. Du hast sie bestimmt schon gesehen, Zeile 92. Wie möchtest du die Piratenpartei wieder als politischen Arm der Netzgemeinde etablieren? Siehst du, das hängt alles an dir. Ja, also erstmal ist mein erster Schritt eben, dass ich mal Verbände angeschrieben habe. Ja, wie zum Beispiel CCC, Digital Courage, Digitale Gesellschaft. Ja, und der erste Ansatz ist natürlich, mit den Leuten mal zu sprechen und zu sagen, hey, woran liegt es eigentlich, dass in den letzten Jahren unser Verhältnis so ein bisschen abgekühlt ist? Aber im Endeffekt bin ich auch ehrlich gesagt der Meinung, dass sich die enge Zusammenarbeit automatisch einstellen wird. A, wenn wir die Zuständigkeit für die Themen haben, weil man dann ganz automatisch da zusammenarbeitet eng. Und B, wenn wir mit denen eng zusammenarbeiten wollen. Und das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Deswegen habe ich da gar keine Bedenken, dass das gelingt. Es wäre natürlich aber natürlich auch schon für den Wahlkampf schön, wenn man schon ein bisschen vor der Wahl damit anfangen könnte. Und es gab zum Beispiel die Idee, warum holen wir uns nicht jemanden wie den Max Frems zum Beispiel und fragen ihn, ob der nicht mit mir auf dem Chaos Computer Kongress einen Talk machen würde über Grundrechte einklagen oder so. Da könnten wir wunderbar was zu zweit dazu erzählen. Da habe ich ihn auch schon zu eingeladen, ob er Lust hätte, das zu machen. Habe jetzt noch keine Rückmeldung von ihm. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, solche Leute einfach auf ein Podium zu holen mit uns und eine Diskussion zu organisieren. Ja, also da sehe ich ganz viele Möglichkeiten, das zu tun, wenn man nur will. Sami, ich stelle dir mal schon mal einen Stuhl vor das Mikro, denn wenn du schon nicht aufs Podium möchtest, dann hast du es da bequem. Sag mal an. Danke für den Stuhl. Jetzt sitze ich gut. Okay, Patrick, was hältst du davon? Ich habe einen sehr guten Draht zu Padelun und Rena Tangens, also Digital Courage. Wenn ich die einlade zu einer Diskussion mit dir und wer sonst noch dazu kommen mag und Jill, dass wir einfach mal über diese Verhältnisse untereinander und was wir zu tun gedenken, einen Abend verbringen. Das könnte ganz gut sein. Bin ich gern dabei. Okay, dann werde ich mal Termine vorfühlen.
Alles klar, und wir haben ja unseren Draht zueinander. Das heißt, ich habe deine Telefonnummer, glaube ich, noch nicht. Ich schicke sie dir gleich. Wo das machen du wir. Denn hinschicken? Ach so, ja, alles klar. Auf dem datenschutzfreundlichen Weg, genau. Im Notfall, ich glaube, ich habe euer beider Nummern, dann kann man das mal zuwerfen. Aber wir werden das schaffen. Wir schaffen alles, was wir wollen. Bastian? Ja. Total. Dankeschön. Ja, das ist eigentlich eine ganz zentrale Frage, die hier irgendwie so ein bisschen besides abgehandelt wird. Wir sind lange noch dabei. Wir haben sehr viel Unterstützung von den, sagen wir mal, Communities gehabt. Alle Unterstützung, allen Support verspielt aus reiner Selbstsucht, weil wir sie vereinnahmt haben. Und das lässt sich keiner bieten. Ich habe ja mit Begeisterung die Rede von Patrick gehört auf der Aufstellungsversammlung. Natürlich der politische Arm und so, ne? Alles klar. Kann man so machen. Wie siehst du, Patrick, an dich die Frage gerichtet, wie siehst du tatsächlich realistische Chance, die Communities zurückzuholen mit einem ehrlichen Versprechen, dass sie nicht wieder vereinnahmt werden, nicht wieder missbraucht werden für irgendwelche vordergründigen Zwecke, sondern wir tatsächlich sagen können, ja, Kinders, ihr macht eure Kampagnen, ihr habt eure speziellen Themen, aber wenn es darum geht, dass ein Thema tatsächlich über uns, weil wir halt in einem Parlament sitzen, reingebracht wird mit dem notwendigen Druck und der notwendigen Relevanz, dann wären wir es doch. Wie kann man dieses wirklich verlorene Vertrauen wiederherstellen? Diese Frage stelle ich schon seit vielen Jahren und sie wird mir nicht so sehr zufriedenstellend beantwortet. Also mich hat ja zuerst schon mal zum Beispiel gefreut, dass Digital Courage uns erwähnt hat bei der Aufstellungsversammlung, dass ich Spitzenkandidat bin. Also die nehmen das sehr wohl wahr. Und ein Kritikpunkt, der kam aus der Netzbewegung, war ja, dass wir irgendwann verloren haben, kompetent zu sein bei Netzthemen. Das heißt, als selbsternannte Netzpartei eigentlich die Fachleute gar nicht dazu hatten. Ja? Und da muss man eben natürlich den Leuten auch zeigen, hey, wir haben Leute, die sich damit auskennen, auch mit den Feinheiten von Copyright, Überwachungsgesetzen, Uploadfiltern, was auch immer. Das heißt, man muss den Leuten zeigen, wir haben tatsächlich kompetente Leute, die sich damit auskennen. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, plus man kann eben zeigen, wir konzentrieren uns auch auf die Themen, wir sind für euch da. Wenn ihr Anliegen habt, wir stellen Anfragen, wenn ihr Fragen habt und so weiter und so fort, dann glaube ich, wird sich dieses Vertrauen in der praktischen Arbeit einfach schnell einstellen. Sami? Oh, ich entschuldige, du hast mir einen Stuhl hingestellt, ich bin einfach sitzen geblieben. Ist völlig in Ordnung. Das Angebot, aufs Sofa hier zu kommen, besteht ja immer noch. Okay, danke. Ja, einer muss ja mal feucht durchwischen. Mache ich jetzt nicht. Ich wünsche dir tatsächlich nur ganz, ganz viel Erfolg dabei. Wir müssen da leider dicke Bretter bohren. Gerade auch bei Digital Courage, da gibt es ja nicht nur Paddelun und Renat Hangens, sondern auch eine ganz andere wichtige Kraft, die eigentlich nichts mit Piraten mehr zu tun haben will. Auch das ist eine wichtige Sache, die wir klären müssen. Wir müssen mit dem CCC sehr viel klären, da sind Piraten im Vorstand und halten sich weitgehend raus. Wir müssen das wirklich auf der operativen Ebene klären. Wir wissen, glaube ich, alle, dass da was schiefgelaufen ist und ich würde mich sehr freuen, wenn wir zumindest zu einer einigermaßen neutralen Betrachtungsweise kommen, um Vertrauen aufzubauen. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir die Netzgemeinde wieder hinter uns bringen.
Das sehe ich genauso. Zu der Person bei Digitalcura, die du wahrscheinlich meinst, habe ich einen guten Draht. Das ist kein Problem. Die Leute, die im Vorstand vom CCC sitzen, da habe ich nur einen Kontakt. Also wenn ihr da irgendwie Leute kennt, wäre das gut, wenn ihr die auch mal antickt. Ich kann ja mal den Brief, den ich an den CCC geschrieben habe, einfach mal mit ins Pad packen, damit ihr seht, mit welcher Aussage ich auf die zugegangen bin, von wegen Einladung, Wahlprogramm mitzuarbeiten und so weiter. Vielleicht könnt ihr das ja auch noch gebrauchen. Fantastisch. Jens noch am Mikro. Kleiner Hinweis, normalerweise, entschuldigt kurz, normalerweise sind wir immer so nach etwa einer Stunde durch. Ich möchte euch bitten, jetzt wirklich noch kurz überlegen, ob ihr noch Fragen habt. Wenn ja, ob die so dringend sind, dass wir sie heute noch behandeln müssen, dann schnell ins Pad damit. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt mal die Schlussrunde an. Jens, jetzt du. Ja, also Julia Reda hat ja zum Beispiel beim CCC, in einem CCC-nahen Podcast, Logbuch Netzpolitik, ein Interview gegeben. Vielleicht könntest du da ja in die gleiche Kerbe irgendwie reinhauen und mal anfragen, ob du da auch vorkommen könntest, weil du bist da ziemlich affin sozusagen, würdest da auch ganz gut reinpassen. Das ist eine total gute Idee, wenn wir es schaffen, in solchen Formaten unterzukommen. Wenn ihr irgendwie Kanäle habt, sehr gerne. Okay, wir haben in Zeile 97 noch eine Frage und dann sage ich jetzt auch mal Schluss. Dann ist das die letzte Frage, bevor ich hier wunderbar abmoderieren kann. Wie hoch schätzt du wegen Netzkompetenz das anstehende europäische föderale Informationsmanagement im Wahlkampf ein? Ich glaube, du kannst damit mehr anfangen als ich mit der Frage. Nee, gar nicht mal. Aber ich glaube, Gilles könnte dazu was sagen, weil der arbeitet da dran. Okay, dann müssen wir den mal extra fragen und würden die Antwort mal nachliefern im Pad eventuell. Jemand macht sich da mal bitte einen Knoten im Ohr, weil meine Ohren sind schon leicht geknotet von verschiedenen Dingen, an die ich denken muss. Und wir fragen mal Gilles und liefern das im Pad nach. Gut, Thomas steht noch am Mikro. Ja, weniger eine Frage an Patrick, als vielmehr so ein organisatorischer Hinweis für die Person, die dann später, wer auch immer das sein wird, dann damit beauftragt. Es sind ja parallel zur Europawahl diverse Kommunalwahlen, also in den ostdeutschen Bundesländern sowieso, aber ich glaube auch in einigen westdeutschen Bundesländern. Jetzt gerade mein Regionalverband im Speziellen, wir machen halt auch eigene Plakatserien für diese Kommunalwahl und es wäre halt gut, wenn die Verbände selber schon zeitnah irgendwie auch ein Foto von Patrick oder sowas hätten, damit wir dann sozusagen in diese Plakatserie auch ein Bild von Patrick mit einbauen könnten, hier unser Mann für Europa oder so, dann würden wir das nämlich in dem Zuge gleich mitplakatieren. Ist jetzt vielleicht bis zur Plakatbestellung noch ein bisschen hin, aber ich weiß ja, dass sowas schnell mal irgendwie verschütt geht und am Ende ist man am Suchen. Also wenn ihr da irgendwie schon frühzeitig so Pressematerial oder sowas zur Verfügung hättet, wäre das gut. Natürlich würden wir dann auch Rücksprache halten, dass das alles so formgemäß und sowas alles ist. Aber das wäre so meine Bitte mal von der Basis quasi nach oben. Auf meiner Homepage unter über mich findet ihr Fotos zur freien Verwendung, wenn der Fotograf genannt wird. Okay, ja, würde ich selbstverständlich machen, bloß auf dem Plakat wäre das natürlich dann die Nennung des Fotografen wahrscheinlich so klein, dass der Vorbeifahrende natürlich sowieso nicht sieht. Aber wenn das okay ist, bitte. Das reicht. Wir gucken mal, dass wir ein einheitliches, ich wollte gerade sagen, Foto nehmen, ob das eins von deiner Website sein wird oder vielleicht welche, die wir aktuell vom BPT geschossen haben. Das sprechen wir dann nochmal ab und an ein Medienset für die Landesverbände und Kreisverbände ist natürlich gedacht. Zwar noch nicht sofort, aber ist in Arbeit und ist auf der Liste mit drauf, der Dinge, die wir auf jeden Fall abarbeiten müssen. So, jetzt große Schlussrunde. Nein, also da niemand mehr am Mikrofon steht und hoffentlich auch niemand mehr ins Pad geschrieben hat. Nein, hat niemand. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Dann danke ich euch fürs Zuhören, möchte ganz, ganz dringend noch auf die Programmkonferenz aufmerksam machen. Das ist mein Werbeblock, die wir am Wochenende in Kassel im Olaf-Palmer-Haus in unserer altvertrauten Location haben.
Die können wir natürlich auch, wer da jetzt daran Interesse hat, nutzen, um auch schon mal Sachen für den Wahlkampf uns durch den Kopf gehen zu lassen, aufzuschreiben, ohne da jetzt schon was festzulegen. Es können natürlich auch, sind Kandidaten, wer kommen möchte, sehr gern gesehen, falls es um die Vernetzung geht. Wir haben da mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja wie immer das ganze Olaf-Palmer-Haus für uns und können neben der Überarbeitung und Durchguckung des Programms dann noch ein paar andere Programmpunkte mitmachen, wenn das gewünscht ist. Das ist quasi so Open House. Wer da mit Anliegen kommt, da habe ich ein offenes Ohr für. Für das Wochenende habe ich jetzt den Hut auf, weil die Astrid krank ist. Wenn ihr also da noch Anliegen habt, dann wendet euch an mich. So, das war mein Werbeblock. Ich danke euch sehr. Ich danke Patrick. Ich danke auch Sami, die noch aufs Podium gekommen ist. Es war sehr schön mit euch. Allen Zuhörern und draußen am Piratenradio dann eine gute Nacht. Und dann leite ich jetzt zum informellen Teil über und Aufnahmen werden bitte gestoppt. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Lilly. Tschüss.